It's your girl, the Empress. Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Skin-Giveaway. Es gibt die AK-47 The Empress, wie man hier über mir sehen kann. Wie ihr das Teil gewinnen könnt, erfahrt ihr jetzt. Unsere YouTube-Giveaways hier laufen eigentlich immer gleich. Es geht um Aktivität. Das heißt, wenn man Videos schaut und kommentiert und wenn man möchte noch liked oder disliked, beides zählt als Aktivität, dann ist man mit im Pool der möglichen Gewinner. Wenn man inaktiv ist und nur hier schreibt, hey, ich mache mit und das war's, dann kann man nichts gewinnen. Die Aktivität hat drei große, wichtige Punkte und zwar natürlich einmal die Videos, die jetzt halt die nächsten paar Tage kommen, solange wie das Giveaway läuft. Das werden nicht nur CSGO-Videos sein und wer nur in CSGO-Videos reinguckt, verschlechtert natürlich seine Chancen. Er hat natürlich trotzdem die Chance, weil er aktiv ist, mitzumachen. Dennoch sind die Chancen natürlich geringer als bei jemandem, der alles guckt, das ist klar. In den Giveaways hier geht es auch darum, neue Leute zu akquirieren für unsere Community, für den Content, denen das hier halt gefällt. Die zweite und dritte Möglichkeit waren für die letzten Gewinner sehr von Vorteil, denn zweitens ist es natürlich extrem edel von euch und aktivitätsboostend, wenn ihr in alte Videos reinschaut, wenn ihr in die Playlistenübersicht geht und da einfach mal reinguckt, was so da ist. Da empfehle ich euch generell die Macht-Spaß-Playlist. Da sind sehr stark und ich würde einfach mal behaupten, gut editierte Videos drin. Alles im Gaming-Bereich von allen möglichen verschiedenen Spielen, da kann man gerne mal reingucken. Alle anderen Playlisten empfehle ich euch natürlich auch. Hugo hat zum Beispiel in die Resident Evil-Playlist reingeschaut und hat sich da richtig schön festgesetzt und die Dinger durchgesuchtet. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Der Grund, warum ich die Macht-Spaß-Playlist im Einzelnen gerne nenne, ist halt, weil die Videos da drin, die am längsten editierten Videos sind. Da geht die meiste Zeit rein, in diese Playlist. Alles andere wird auch von mir meistens sehr stark editiert, wie die Matchmakings, COD oder eben auch andere Spiele. Aber gerade im Speziellen, diese Macht-Spaß-Dinge haben halt nochmal so einen gewissen Flair. Ja, und die dritte Möglichkeit, die Hugo natürlich auch genutzt hat, sind die Livestreams. Also wer in den Livestreams am Start ist, der hat ganz dicke Pluspunkte nochmal dazu bekommen, weil das natürlich nochmal etwas verbindender ist. Da sind wir privater irgendwie, also weil ihr halt direkt mit mir sprecht und nicht im Nachhinein wie hier in dem Video, sondern man kann sofort zusammen spielen, zusammen im Teamspeak hocken, wenn es das Spiel erfordert oder kann eben auch einfach gemeinsam über den Stream-Chat halt live sprechen. Die, die auf dem Stream sind, wissen, dass ich sehr viel Zeit im Chat verbringe, also ich bin ein Streamer, der spielt und gleichzeitig im Chat liest und so, ich würde sagen, fast alles mitbekommt. Ab und an, wenn dann irgendwas Wichtiges gerade im Spiel stattfindet, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass ich dann ein, zwei Nachrichten übersehe, klar. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ich bin jetzt kein Streamer, der halt da und sagt, hallo, Hans Wurst, und dann war es das, sondern es ist immer ein Gespräch zwischen euch, dem Chat und mir. Was für mich die Streams auch erst zu dem macht, was sie sind. Einfach spielen kann ich auch so, da muss ich den Stream nicht anmachen. Das ist natürlich dann nochmal ein Riesenpunkt. Wichtig dabei ist nur, dass ihr auf Twitch halt entweder so heißt wie auf YouTube oder dass ihr auf YouTube bzw. Twitch dazu schreibt, wer ihr seid. Weil nur dann kann ich diese Aktivität eben auch jemandem zuschreiben von YouTube. Ne? Also ich denke, das erklärt sich von selbst. Dieses Giveaway wird 14 Tage laufen und dann wird der Gewinner in einem Video genannt. Der Gewinner schreibt dann unter dieses Video, das er hoffentlich sieht und mitbekommt, ne? Schreibt er dann, hey, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Und ich sage, hey, nice, schreib mir deinen Trade-Link. Und dann postet man seinen Trade-Link wiederum als neuen Kommentar unter das gleiche Video. Aber das schreibe ich dann da auch nochmal dazu, beziehungsweise sage es dann dem Gewinner. Also da muss man sich keine Gedanken machen, man sollte halt nur reingucken. Und je nachdem, wie der Content fällt, kann ich auch nicht versprechen, dass es in einem CSGO-Video stattfindet. Ich werde den Gewinner natürlich nicht in einem 4-Stunden-Minecraft-Marathon ansagen. Ich bin kein Pisser, ja. Meine Videos sind im Schnitt 5 bis 10 Minuten lang, vielleicht auch mal 15 Minuten lang. Aber dann hat sich die Sache auch. Und natürlich sage ich den Gewinner jetzt halt nicht in was ganz Speziellem, sehr Langem an oder sowas, ne? Sondern einfach in irgendeinem Video. Meistens ist es CSGO, meistens. Aber es kann sein, dass dann auch mal ein COD-Video kommt. COD ist im Moment gerade prioritätenmäßig recht hoch und da werde ich jetzt auch reinbuttern und da kann es halt sein, dass da der Gewinner genannt wird. Das kann passieren. Aber da auch direkt erwähnt, wem die CSGO-Videos gefallen, vom Editing her, vom Schnitt von meinem Charakter, dem werden die COD-Videos auch gefallen. Ne? Also das Spiel ist eigentlich egal, weil die Videos ähnlich geschnitten und editiert sind. Von den Scherzen her, also von der Art der Scherze, des Humors und so weiter, was halt ja einigen zusagt, ist es dasselbe. Also ist es spielunabhängig. Ich weiß, dass es manche gibt, die sagen, ich gucke nur CSGO, was irgendwie komplett behindert ist, weil bei mir schaut ja sicherlich keiner rein wegen dem Skill, oder? Sind wir mal ehrlich. Keiner guckt bei mir in Counter-Strike rein, weil er sagt, oh, der spielt so gut. Ich nehme an, das liegt an der Unterhaltung. Und die Unterhaltung ist 1:1 bei COD, bei Battlefield, bei Minecraft, sonst was. Das ist ja egal, welches Spiel ich da spiele. Ich will damit einfach nur sagen, dass es sich sicherlich für jeden lohnt, auch in die anderen Sachen reinzugucken, weil die halt wirklich alle ihre Besonderheit haben. Das Einzige, was jetzt kein Überknüller ist, sind die Overwatches. Die sind meistens ungeschnitten. Das ist das Einzige bei mir Ungeschnittene, wobei die letzte Folge geschnitten war. Und ja. Und Overwatch, gut, da kann ich verstehen. Gucke ich mir das an, interessiert mich das? So ein CSGO Overwatch. Dafür muss man sich dann wirklich interessieren, denke ich. Ja.
Aber auch da könnte ein Gewinner angesagt werden. Ein bisschen Arbeit muss halt auch von euch kommen, ne? Ich meine, die Giveaways sind ja an sich kostenlos. Sie kosten euch maximal eure Zeit, ne? Und davon, wenn es hochkommt, am Tag wirklich im Extremfall 15 Minuten, aber eher 5 bis 10. Ich denke aber auch, dass es für so ein Teilchen nicht zu viel verlangt ist, ja? Also, zumal es ja jetzt nicht irgendwie eine Folterung ist, meine Videos zu schauen, das sage ich jetzt einfach so. Sondern sie auch wirklich einen gewissen Unterhaltungswert haben. Und vielleicht findet der ein oder andere Gefallen an unserer Community. Da würden wir uns natürlich am meisten freuen, weil das ist eine fest zusammenhaltende, langsam größer werdende Rasselbande und es ist sicherlich eine coole Sache da mitzumachen. Man kann einiges nutzen. Wir haben Discord-Server, Teamspeak-Server, Game-Server, also Garry's Mod und Minecraft und Counter-Strike. Ja, eigentlich sind wir so eine Art Multigaming-Gruppe, wenn man so will. Soweit, so gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.